damit sehr gegrüßt zu einem neuen Part Baldur's Gate 3. Ja, es stehen hier die großen Prüfungen an, Schaarsprüfungen. Und ich habe mal ein bisschen, damit ich hier nicht so trottelig reinlaufe, habe ich mich mal ein bisschen, ich habe ein bisschen geschummelt, habe ich ein bisschen dazu gelesen. Mich dann ein bisschen, und wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen mal die Gruppe aufgehoben. Ich versuche mal erstmal Folgendes. Wir gehen da mal mit Kralach allein rein. Und dieselbe Prüfung haben wir jetzt hier. Contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. Etwas eigenes Blut in Schüssel geben, die Statue ansehen, weggehen. Das wird spannend. Understand. What am I meant to do? Okay. Und treten wir durch die Tür. Lassen die anderen mal zurück. Die Tür ist auch verschlossen. Ich hoffe, wir müssen da nicht alleine weiter. Der Trick ist, glaube ich, ganz... ganz gut, dass wir mit ihr alleine hier durchgehen. Im Team werden wir hier... Du bist überrascht. Hey Kralach. Viel stark, das ist gut. Wir müssen also gegen uns selbst kämpfen. Ist einfach die beste Idee, einfach da nur mit nur einem Charakter reinzugehen. Kein Feind, Netze ist inspiriert. Und da mal einen Stein. So würde ich gerne wissen, ob wir wieder zurück können. Wenn wir da gegen das ganze Team kämpfen hätten müssen. Ah ja, können wir. Da kommt mal nach, Leute. Da kommen sie. Das wäre verwirrend geworden, wenn wir dann 8 Leute gehabt hätten. Und dann unsere Doppelgänger besiegen hätten müssen, das wäre katastrophal gewesen. Deswegen hier nur mit einem Charakter reingehen. Dann kann man das schaffen. Dann hat man die besten Voraussetzungen. So, was gibt's hier noch zu sehen? Das Drachenherz, das Teufelsherz. Das sollte irgendwo sein. Ich sehe es auf der Karte. Aber wie kommen wir da hin?
Vielleicht gar nicht. Okay, hier gibt es kein Weiterkommen. Das ist etwas schade. Hier müssen wir hin. Die Tür da ist verschlossen. Ist da vielleicht eine andere Prüfung? Also von dieser Seite war die Tür verschlossen. Vielleicht können wir durch diese Tür. Gehen wir mal zurück. Ist halt ein kleines nicht verirrt, da draußen geht's lang. Prüfung der Schau. Nummer 1, ich glaube Nummer 2 haben wir noch bestanden. Haben wir schon eine dieser Kugeln? Ich glaube, entweder haben wir die unten abgelegt oder. Schattenedelstein. Da brauchen wir auf jeden, die brauchen wir auf jeden Fall, um dann am Ende die Vorrichtung zu aktivieren. So, da haben wir noch eine Tür. Mister. Eventuell führt die jetzt zu einer weiteren Prüfung oder sie prüft und sie führt zum Schattendings. Oh ja, eventuell. Und welche Prüfung ist das? Sanfte Schrittprüfung. Okay, warte mal draußen. Das lasse ich hier nur machen. Ist besser, wenn man die Prüfung alleine macht. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Dass mal Blut sein muss. I feel like I'm missing something here. What am I supposed to do? Okay. Hier ist eine Tür und hier geht es weiter. Okay, ich würde mal sagen, wir schleichen. Aha. Weil hoch. Dürfen wir nicht entdeckt werden. Glaube ich. Scheiße. So viel dazu. Damn! That shade knocked me right back to the start. Ich glaube, hier ist keiner. Da müssen wir auch hin, um den Hebel zu legen. Ach du Scheiße. Okay,
Okay, wir waren nicht entdeckt. Ich kann mal den Hebel hier umlegen. Ganz vorsichtig. Oh je. Verstecken fehlgeschlagen, das ist nicht gut. Hier ist eine Falle. Ach du Scheiße. Und wieder am Anfang. War hier nicht der Eingang? Oh, das Level runter hat sich geändert. This place is trapped. Da müssen wir durch. All right. Time to skulk about. On my way. Na komm. Be wary. This place is trapped. Oh, stecken erfolgreich. Die anzugreifen ist nicht die beste Idee. Da drüben müssen wir lang. Nun, dann schaffen wir das. So, wenn der weg ist. Ach du Scheiße. Das wird anstrengend. Gibt es da vielleicht einen Weg? Ich glaube nicht, dass der besser ist. Sneaky Peaky. Ach komm! Aber ich gehe zu viel drauf zu laut durchzulaufen, das wäre auch unmöglich. Die Unmöglichkeit. Versuchen wir mal was anderes. Hier sind wir glaube ich vorhin durch. Vorsichtig schleichen. Ah.
Ich glaube, jetzt wurden wir ganz, ja. Stunden später. Ich meine, wir haben heute Zeit. Ist nur mal ein bisschen irgendwo diese Schatten. Oh oh. Den ausschalten kann man den nicht. Ständige Verstecken würfeln. Wenn es einmal Misserfolg macht, hat man es verkackt. Ach du Scheiße, Mann. So ist doch nie was. Wonder if the gods are watching me. I don't need any attention right now. Klingt ja super. Geh mal rein. Kommt der nicht voller, nicht lang. Wenn wir ausschalten könnten. Dann treffen wir den und dann kann man nicht, machen wir nicht vollen Schaden. Geh mal rüber. Davon, dass hier keiner ist. Ist vielleicht nicht schlecht. Okay, der guckt hier rein. Na komm, bitte. Ach komm! Wie soll das jemals klappen? Never wanted the easy path. Und dann sind natürlich noch zwei weitere Prüfungen, die wir machen müssen. Oh oh. Die Wand geschlossen, vielleicht kommt der dann da nicht mehr durch. Er kommt jetzt hier rum. Was wie war? Wir hatten uns jetzt entdeckt. Das ist ja nicht wahr. Was wollen wir da einfach tankmäßig durchrennen? Step carefully. There's a trap. Ah, okay. Gespeichert vorher. Und einfach hier durchrennen. Wir sind zwar kein Barbar, aber
Okay, sie entdecken uns. Das müssen wir einfach abschlachten. Ist durch der Bereich hier besser. Und weniger fallen. Okay, die entdecken uns bevor wir. Der Verkleinerung. Haben vielleicht ein Unsichtbarkeitsdruck dabei, das würde ungemein helfen. Ja, jetzt, wo ich es brauche, ist natürlich keiner da. Das könnte gehen. Könnte eine Möglichkeit sein. Und wenn er mal vorbeikommt. Ach, verdammt. Fehlschlag. Okay, das bringt nichts. Und vielleicht irgendwo ein Unsichtbarkeitstrank. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einen hatten. Und logischerweise würde der helfen. Ich kann schon Stealth, aber das ist hier, ja, ist ein bisschen heftig. Vor allem dort hinten, der geht ja dort. Der läuft ja auf der einen Linie hin und her. Wenn wir da lang kommen sollen. Da muss ja permanent. Da müssen wir noch über die Pfeilen hüpfen. Muss ja permanent der Wurf gut klappen. Da weiß ich nicht. Am besten wären wir mit einem Trunk. Wo war da irgendwas? Trank des Fliegens. Fliegen wäre auch effektiv. Weiß nicht, ob das was bringt. Was ist mit Kardach? Ne, Kardach darf da nicht mehr. Ah, wir haben uns dafür genommen. Swift as my feet can carry me. Okay, Unsichtbarkeitstrank haben wir leider nicht. Beim Flugelixier. Ich weiß nicht, ob das einsetzen will. Das macht hier weniger Sinn. Dann schleichen wir uns mal hier durch. Da sind auch viele Fallen in diesem Gang.
können wir uns denn hier verstecken? Wir haben halt null Möglichkeiten, uns zu verstecken. Ich guck hier auf jeden Fall hin. Wie hat Karlach denn diese Falle gesehen? Jetzt kommt der gleich hier durch, der läuft dort vorne lang. Man hat keine Chance. Gut, hier wahrscheinlich nochmal um, wenn er mich jetzt sieht. Da, ja, genau das. Denn wir können den irgendwie ausschalten. Ja, wenn wir angreifen, dann schickt er uns auch zurück. Das ist, ja, dumm. Ja, als ob. Seit wann können Schatten das überhaupt? Nein, was, warum? Da werden wir heute den nächsten Part für brauchen. Ich dachte, wir schaffen heute alle Prüfungen, aber... Das hier ist echt... Uff. Versteck dich. Jetzt hier hin. Na komm. Ja, diese Versteckenswürfe, wenn das mal schief geht. Jetzt müssen wir hüpfen. Das kann schon unser Ende sein. Jetzt irgendwo hier verstecken? Wahrscheinlich nicht. Trap. Be cautious. So schnell weiter hier, so schnell es geht. Jetzt haben wir hier keiner. Jetzt ist auch noch die Tür verschlossen hier. Warte, wir müssen hier hoch. Schnell, bevor wir entdeckt werden. Hier müssen wir hoch. Sehr schön. Stealth Mission überstanden. Okay, können wir jetzt zurück oder? Damit die zweite Kugel. Jetzt werden wir zurücktransportiert. Jetzt haben wir die zweite Kugel. Sehr schön. Kommt schnell raus hier. Okay, die Prüfung haben wir geschafft und hier drüben gibt es das Teufelsherz. Da müssen wir also nochmal hin. Jetzt dürften hier aber kein Schatten mehr sein, oder doch? So, folgt mir, Leute. Na toll. Ist so klar, dass da einer von reinlatscht.
Ich glaube, das ist nicht das richtige Tor, aber wir es auch mal geöffnet haben. Ja. Easy. Oh, ein Schalter. Ein Hebel. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Irgendwo soll das sein in der Vase. Hier ist nichts. Ein fanatisches Eisen. Hier irgendwo unten. Wo soll denn hier ein fanatisches Eisen liegen? Hier soll ein fanatisches Eisen sein. Übersehe ich was oder? Ist hier unten irgendwas? Nichts. Ich öffne jede Vase. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo das infernalische Eisen sein soll. Laut Kartenmarkierung hier. Ich will nochmal die Fallen drüber laufen. Okay, jetzt geht die Wand hier weg. Das hätte einiges erleichtert auf dem Weg. Hier muss auch noch irgendwie eine Wand sein. Aber von infernalischem Eisen keine Spur. Kerze. Das kann doch nicht in der Vase drin sein. Skelett. Da drüben sind Kisten, aber da war nur Weihrauch drin. Das letzte Mal nachgeguckt habe. Auf dem Weg irgendwas, hier sind Kisten. Eine Kerze. Ich war glaube ich auch noch bei Rauch drin. Tja, ein fanatisches Eisen von wegen.
noch eine Kerze. Leute, das hat bestimmt klar, nachdem der drüber gerannt ist. Gut, dann hat kein Eisen. Wenn es nicht ist, also hier habe ich nichts gesehen. Auf zur nächsten Prüfung. Ach, wir haben noch genug Zeit. Ich dachte, es wäre jetzt ewig gegangen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben noch mindestens eine Probe. Wahrscheinlich dann noch die zweite. Ja, dachte ich mir. Eine wuchtige Tür. Vertrauenssprung. Okay, da gehe ich wieder alleine rein. Assume nothing. Proceeding. Für jeden eine prüfen. Unsere Geflankekriegerin sich mal versuchen. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Aha. Ach du Schande. Ich sehe schon. Hier müssen wir lang dunkeln. Da geht das Licht aus, da müssen wir hier den Weg merken. Das wird tödlich. Wenn das noch dunkler wird, dann wird es tödlich. Einmal speichern. Und das ist, weil wir gute Nachtsicht haben. Kann sein, dass das Geflanki gute Nachtsicht haben. Und wir dadurch die Grundplatten sehen. Was es erstaunlich leicht macht. Dunkelheit. Das war auch noch nicht leicht. Ob wir das mit wem anders nicht geschafft hätten? Done.
Vielleicht habt ihr es in der Aufnahme nicht ganz so gut gesehen, aber ich habe das. Das war eigentlich sehr klar sichtbar. Oh, okay, das wird. Das ist eine Prüfung für Gale. Falls wir da durch können. Die Tür ist offen. You have my attention. On my way. Achso, die kommen alle hinterher. Auch gut. Stille Bibliothek. Ist keine Prüfung oder was? Vielleicht tun wir hier das infernalische Eisen. Das kann sein. Dann müssen wir uns da durchkämpfen. Wieder ein Kampf. Das Loch müssen wir ausschalten. Gut, dass wir ohne Heilung reingegangen sind. Das ist der Speicherpunkt. Ist das hier? Okay. Wurde. Ja, geil. Das kriegen wir auch noch mal hin. On the move. So, machen wir den alle. This is my happy place. Over there. Das Bibliothekarloch müssen wir ausschalten. Hier hat man einen Angriff, das ist ein bisschen lästig. Na, das sind nicht keine Gegner, da hatten wir schon schlimmere Gegner. Das sind diese random Gegner, die wir schon mehrfach begegnet sind und ausgeschaltet haben. Rettungshof gelungen. Das ist gut. Ah, der beschwört jetzt neu, deswegen müssen wir das Loch ganz schnell ausschalten. Damit hier keine neuen entstehen können. Ah, die Bogenschützen, der nervt für nichts. Zu Karlach, hau drauf. Sorry. Nee, Zim. Zim, ich hab den Videospielcharakter entschuldigt, oh Gott. Es geht ja gerade nicht mehr. Haha. Fuck yes. Schließen wir mal das Loch. Als ob. Den Angriff des Barbaren verbraucht. Und des Zauberers. Und das Schattenloch ist zu.
Und die kriegen wir jetzt auch noch hin. Wie viel ist von hinten? Bogenschützen finde ich mies. Verlockende Dunkelheit hat noch nie geklappt. Da hat es mal geklappt. Haben wir jetzt Geld gegen uns? Oder was? Wie tut das funktionieren? Ein bisschen Heilung auf Karnach. Bis der zwischen uns dran ist. Verdammt, das war knapp. Let's go. Du hast jemanden hinter dir. Okay. Feuerfeld auf ihn hier. Sehr schön. Jetzt stehen wir auf. Schönes Schild. Oh je. Karla kriegt eine versetzt. Also angreifen können die schon, so ist es nicht. Fehlschlag, na toll. Okay, den haben wir down. Okay, bräuchte Heilung. Hätten wir mal heilen können. So, wir müssen den hier fertig machen. Sehr schön. Ach, da ist noch eine hinter uns. Sag das doch. Ein Fehlschlag, fantastisch. Das könnte Feuer, Baby. So, ich nehme mich. Und so hier. Zwei auf einen Schlag. Ist das nicht episch? So, wo ist denn der Typ, der hier oben? Was sind noch die zwei hier? Sehr schön. Oh, er hat einen Rettungsruf geschafft.
Holt sich Higher Ground. Ach, sind noch drei da. Der ist, ach, der da oben steht da. Ne, wir brauchen jetzt Heilung. Auf geht's. Oh yeah. Death can't have me. Not yet. Okay, geh doch fast jedes Mal drauf. Versteck dich da nicht oben. Meine Fresse. Hat dir nichts gebracht. Und machen weg. Das sind andere hier unten. Wo sind denn die? Einer ist da oben und ein anderer muss noch hier irgendwo sein. Ach hier. Wie nimmt man die Richtung? Sehr schön. Sorgen wir dafür, dass Gale stirbt. Oder auch nicht. Sehr schön. Ist jetzt bloß das nächste dran. Wenigstens ein bisschen. Ah, auf mich. Und bis jetzt aufgehe. Wait, das können wir so machen. Sehr schön, da haben wir's. Ein bisschen Geld. Können wir gut verkaufen, wenn wir hier mal irgendwann wieder raus sind. Nö. Okay. Machen gleich mal eine lange Rast, aber erstmal hier entlang. Da müssen wir lang. 21. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Mit einem guten Wurf. Fast. Auch wenn wir 5-mal würfeln müssen. Ja, jetzt schon geschafft. Sehr schön. Rätsel der Nacht, als ob. Watch how you go. There's a trap. Feind, ja. What can silence the night song? Oh. What can silence the night song? Okay, dann müssen wir das Nachtlied einfügen, was wir noch nicht haben. Kommen wir später nochmal.
Das kriegen wir noch. So, dann mal rauf hier. Hier nochmal ein Hebel. Was passiert, wenn wir den betätigen? Oh, der geht's hoch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wo sind wir hier? Ach, hier haben wir schon aufgeräumt. Ach, hier ist das Ding mit den zwei. Da müssen wir tatsächlich hin. Ich würde die anderen gern mitnehmen. Nicht so richtig, hier müssen wir den, das ist auch eine vierte Kugel, die wir schon erhalten haben. Oh, I could go for a good meal. Noch mit. Eager for battle. Geht auch. Okay. Ahem. Eager for battle. Nochmal den Hebel bitte. Moving ahead. Vielleicht kommen wir dann im nächsten Part hier hoffentlich mal irgendwann raus. Nachdem wir hier die Sache gemacht haben. Ich würde erstmal eine lange Rast machen und danach machen wir hier mal weiter. Weil wer weiß, was uns danach erwartet. Jemand Redebedarf und dann können wir schlafen gehen. Wir müssen auch mal neue Lagervorräte besorgen. Bei Gelegenheit. Ich behalte Geld erstmal noch im Team. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. Ich glaube, Schattenherz wird es mir verzeihen. Warum nicht? Jetzt nehmen können wir die nicht wieder. Und wir müssten mal alle mitkommen. Jetzt können wir gucken, in welche Richtung wir gehen. Okay, ich bin gespannt.
werden wir hingebracht. Okay, hier brauchen wir drei Dinger für. Die haben wir nur noch zwei, weil wir einen oben eingesetzt haben. Here we go. Hier können wir die Steine oben wieder rausnehmen. Schön, dass wir uns da bewegen können. Have to keep going. Gut, was wollen wir mit dem letzten machen? Vermutlich wollen wir den oben rausnehmen. Fährt der Aufzug nicht mehr. Steht da ein bisschen ungünstig. Ich fürchte, können wir das nicht mehr rausholen, oder? On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah. Surmount her trials and rise a dark justicia. Okay, wir wissen ja schon, was das ist. Also. Eingefehlt. Exakt. Shah worshippers value traits like stealth, martial prowess, and navigating their goddess's darkness. The trials may test such skills. It seems they would complete their initiation with the blood sacrifice of a Zalunite. Mm-hmm. Noch mehr davon erfahren. Oder auch nicht. Die guten Dinge sind zwei. You recall them being an inner circle of Shah followers, elite warriors loyal to their last breath. Die Frage ist nur, ob wir die Runen wieder rausnehmen können. Ich fürchte nein. Das heißt, wir brauchen noch. Und irgendwoher noch eine Kugel, um da unten weiterzukommen. Haben denn hier irgendwas noch übersehen und eine Prüfung, die wir noch nicht bestanden haben? Da drüben vielleicht, auf der rechten Seite, wo wir noch nicht hin sind. Könnten wir mal versuchen. Hatte ich die Hoffnung, dass wir das jetzt schon geschafft hätten, aber gut. Wir gucken mal hier drüben, ob wir dann noch eine letzte Probe finden können. Hallo Täuschungsbestie. Okay, hier kommen wir nicht runter.
Ah, sollte man da wieder hochkommen. Ja, kommen wir. Und die anderen kommen hier gerade nicht lang. Täuschungsbeste hinterher, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Aber da oben gibt's was. Ist das eine dieser Kugeln? Scheint mir fast so. Blood. What the hell has been happening? There's something out there. What's this? Achtung, hinter dir. Fresh entertainment. But you're too fresh for this place, aren't you? Jetzt speichern sollen. There's a riff of the surface to you. Holy shit, an Orphon. Powerful devils. I wouldn't get on their bad side without a good reason. You tiefling. You've got the stench of the hells about you, the stench of home, and a whiff of the surface besides. A servant of Zariel, if I'm not mistaken. I'd know the stench of her infernal machinery anywhere. What do you know of infernal machinery? Only what I can smell, and whatever engine burns within you is grinding to an inevitable explosion. Burning and fear. You reek with it. There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. And sulfur. Raphael. I can smell him all over. Ah, ja. Den müssen wir jetzt wahrscheinlich besiegen. Wartet, ihr kennt Raphael? Ich weiß nicht, was ihr da redet. Angreifen, mitlaufen. That perfume trickster swindled me, trapped me. Ich will euren Tod. Ich hatte diesen Teufel zu tun. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Nicht so, jemand hält euch auf. Ich weiß einen Ausweg. Where is he? Spit it out. Now. While two devils fight over a bone, well, we should just. Run away and let them sort it out amongst themselves. Ja, das war meine Idee. Das vielleicht unter sich klären. Erzählt doch von euren Erfahrungen mit Raphael. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Raphael könnte überall sein. Lass mich gehen. Freue ich euch von seinem Griff. Ich habe schon so viel erzählt. Bargaining, are you? A Karator warlord once tried the same. I made him watch as Aieti's concubines in Young, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just walls that keep me here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Something stronger holds me. A contract. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. Hm, hm. Ich erfülle den Vertrag, sterbe im Versuch oder ich verliere meine Freiheit. Diesen Ort jetzt verlassen, wenn ich Raphaels Sklave. Mhm. Seid du ja nicht wirklich frei. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr Raphaels Schuld steht. Ihr habt Angst vor einem Vertrag, das kann ich nicht glauben. Barde in den Legenden enthalten Pakte mit Teufeln immer irgendein Schlupfloch. Wir müssen es nur finden. Raphael genau das. Is no foolish story devil. His mind is different. Sneaky. Listen. Genau deswegen hat's ein Schlupfloch. Spill all the blood sworn to the night. Silence or prayers. Smother each rite. Wondershaw's halls, hungry to slay. Leave no justice here, alive to obey. Leave none to hear it. Then be set.
Swear it to me! Okay, bis jeder süße Zar und Schar erledigt ist. Well, that explains where all the Dark Justiciars went. This song differs from others you've studied. The final couplet contains a trick. Jetzt müssen wir nur Schar verschwinden lassen und dann. Plus wie machen das? So he's the one who killed all the Dark Justiciars. Ja, und wir. Alone. Might not want to get on his bad side. Wir brauchen eine ganze Worte. Einfach tags dein Lied, Raphael wollte, dass ihr die dunklen Sozialen tötet. Warum? Bravo. Es war schrecklich, vielleicht sollte ihr mal bei den Tönen bleiben. Ziemlich blutrünstig, was den Text angeht, habt ihr schon mal bei einem instrumentalen mentaler Beleidigung nachgedacht. I don't want to make it pretty. I want to silence it. Anyway, enough prattle. The lyrics are clear. All who hear the song must die. Da steht da nicht drin. Ihr wollt Raphael nicht um mich. Irgendwo im Tempel gibt es einen Nekromanten als Balthasar. Vielleicht ist er, den ihr töten müsst. Ihr müsst etwas übersehen haben. Lasst mich diesen Ort für euch durchsuchen. Die Verse sind ein Trick. Ihr hattet immer Zuhörer. Eure Gefolgschaft werdet sie los. Raphael ist ein schlagender Lyriker, er hat euch reingelegt, eure Anhänger haben euer Lied gehört und dem dennoch. Vielleicht ist das der Trick. Ah, als ob. Dürfen wir bitte nochmal? Wir sind so am Arsch. Ich wollte das auf die friedliche Sache klären. Even a weaseling is no match for yours. This ends now. Na scheiße. Wir hätten das klären können. Mann. Wir hätten das im Frieden klären können. Sag mal, wo habe ich gespeichert? Lagerplatz. Ach, Kacke. Dieser eine verkackte Wurf, das ist doch nicht wahr. Okay, die Partlänge ist leider schon erreicht. Ich will es nicht gegen den kämpfen. Vor allem, die haben alle Higher Ground hier. Das ist. Nee. Da müssen wir eventuell noch ein bisschen was machen, aber ich schau mal, wo ich hier gespeichert habe. Ich muss öfters speichern. Das war nicht normal, wofür durften wir, weil das ist ein bisschen. Das kriegen wir doch ohne Kampf hin. Ja gut. Ich würde sagen, beenden wir das wieder im Ladebildschirm. Diesen Part. Danke fürs Zuschauen. Schauen wir mal das nächste Mal. Haben heute die Prüfung Chance gemacht. Die letzte Kugel. Die kriegen wir nachdem wir ihn überzeugt haben oder bekämpft haben, schon mal nächsten Part. Was, wenn wir ihn nicht überzeugt kriegen, dann kämpfen wir ihn, aber schaffen wir nicht mal heute diesen Part. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.